Hey, willkommen zu einer neuen Folge Astio Ascendant. Am Ende der letzten Folge haben wir uns mit unserer Avisi-Freundin angelegt. Und ja, sie ist leicht in der Überzahl. Das waren bestimmt so 10 Avisi oder so. Und unsere Aufgabe ist es jetzt zu türmen. Also wir sollen zu Federer zurück, unseren geflügelten... Oh, fuck. Ja, zum Glück gibt es keinen Punish dafür. Oh, wenn ich dich schon wieder sehe, ne? Ah ja. Es gibt hier noch so eine bestimmte Kiste, die wir nachholen müssen. Aber das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil ich stärker werden muss. Ich nehme mal an, wenn ich so Stufe 30 bin, kann ich zurückkehren. Oder, sobald ich mal hier irgendwie einen neuen Ausrüstungsladen kriege. Ich habe das Gefühl, die sind ausgestorben. Ich habe denn seit Ranta keine Ausrüstung mehr bekommen. Das kann doch nicht. Oder? Oh. Wieder große Gruppe. Aber ich mag diese Gegner hier eigentlich, ne? Also die geben fast 10.000 Erfahrungspunkte und sind relativ einfach zu besiegen, sage ich mal. Also wenn ich es drauf anlege, könnte ich gut gegen die grinden. Aber der Boss aus der letzten Folge war jetzt nicht so schwer, deswegen glaube ich, ist das nicht nötig. Ich habe zwar gegen diese Kiste stark auf die Nase bekommen. Aber das können wir ja nach hinten schieben einfach. Ich will auch nicht zu viel leveln, um mich zu overpowern. Das ist dann auch nicht so gut. Ne, das trübt etwas den Spielspaß. Wie ich finde. Wenn du alles einfach so weghauen kannst. Sollte schon ein bisschen Strategie mit drin sein. So, apropos Strategie, wie machen wir euch platt? Naja, solange einer dieser komischen Riesen nur da ist, ist es ja kein Problem. So, du gehst auf den. So. Boom, jetzt darf er nochmal. Alleine sind diese Viecher halt kein Problem. Bloß drei zusammen ist böse. Ich glaube, mit drei würde ich auch fertig werden. Aber nicht mit drei und Hinterhalt. Das ist dann zu heftig. So, Federer, ich bin da. Oh, nee, noch nicht ganz. Kleinen Abschnitt muss ich noch. Ich bin dann ja an Portpunkt vorbeigekommen. Hätte ich mich auch porten können? Wahrscheinlich, ne? Aua! Tut Echo nicht so weh. Das mag ich nicht. Komm hier, nehmt das, Leute. Boom, weg mit euch. Und wieder fast 10.000 Erfahrungspunkte. Wobei das in Relation zum Level-Up auch eigentlich passt. Ne? Ich brauche mittlerweile so 100.000 für eins. Also 10 Kämpfe ungefähr gegen diese Riesengruppen. My turn now. Let's see. Ja, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Die
können nur magisch verletzt werden. Also das erledigt Dagmar schon gleich. Wir sind auch gleich bei Fedora. Es gefällt mir nicht, dass wir hier das Weite suchen müssen. Aber die Avisi sind halt in der Überzahl, in der deutlichen Überzahl. So, und tschüss. Fedora's in trouble! Dad? Alec, get out of here, now! What the fuck? Hilft er mir? Okay. Dad. I couldn't let the Oasis who attacked the Hevelians go unpunished. I grew my fruit hoping the people of this world would eat it. Only the Hevelians show me any respect. Do you want all this chaos and dissonance? Is that what your fruit is for? The world I dream of is one possessed of an even greater sense of harmony. One of a more colorful variety. More colorful variety? I've no idea what you're talking about. You're still young, but deep in your mind, you yearn for it too. I see. I think I get it, Wendell. The harmony in my mind is a dull gray then. Even in a remote place like this, the loss of harmony can still be felt. You demigods have work to do, right? Go on ahead, Alec. Thank you, Wendell. Thank you, Father of Alec. I apologize on behalf of the Oasis. Take care! Wendell, you have my gratitude. Three months to go, right? It was nice to see you. Eine innige Vater-Sohn-Beziehung wird das, glaube ich, nicht mehr. The gift of harmony is truly breathtaking. It's amazing. We can invade Windham immediately if we ride Fedora now. The Fruitless have probably made that town their base. Yes, but we should seek more power from the Astray first. You all saw the temple's map in Zimar's house, I assume. Some we have yet to visit. Alessia, will your body be able to handle much more of this? I may be older than Saren, but I have yet to pass my prime. What will you do now, Ulan? The decision is yours to make. Has there been anything from the Arbiters? Nothing at present. Perhaps the Arbiters have no interest in this world. Tempel des Widders, okay. Okay, dann auf zum Tempel des Widders anscheinend. Wo war der nochmal? Tempel des Widders war bei Ranta, ne? Ne, das war der Tempel der Jungfrau. Ranta, große Schlucht. Wende als Ostplantage, Erdkap. Tempel der Zwillinge. Tempel des Löwen. Ah, das war der Tempel der Widders. Der zweite war das. Okay, dann gehen wir mal dahin. So, ich will mal jetzt was ausprobieren. Fähigkeiten bei Ulan. Hilfsfähigkeiten, um genau zu sein. Wir nehmen mal das weg. Und wir nehmen Freier Entdecker. Das ist dieses Ding, was
Gegner automatisch killt, die 10 Stufen unter uns sind. Also hier in den Widder-Tempel sollte das ja der Fall sein. Die Frage ist, wo ich hier genau wieso hin muss. Sucht den Tempel des Widders nach verdächtigen Aktivitäten. Okay. Machen wir das. So, kriegen wir hier mal ein paar Kämpfe, dass ich das mal mir angucken kann, wie das funktioniert. Da. Sind die nicht 10 Stufen unter mir? Anscheinend nicht. Ansonsten würde ihr die Fähigkeit triggern. I'm ready. Light. Oh, die Affen absorbieren das. Nicht cool. Ready. Ja, die sind super schwach eigentlich. Wie viel geben die so? 900. Das ist halt ein Zehntel von dem, was ich im letzten Dungeon bekommen habe. Ich habe das doch ausgerüstet, oder? Hilfsfähigkeit. Freier Entdecker, ja. Erlaubt das sofortige Vernichten von Feinden, deren Erfahrung 10 Stufen unter dem Durchschnitt der Gruppe liegt, ehe dies in den Kampf eintreten. Items, Erfahrung und FP werden automatisch gesammelt. Muss ich die vielleicht so mit so einem Schwertstreich besiegen? Ja. Okay. Die geben nicht so viele Erfahrungspunkte, als wenn man sie normal bekämpfen würde. Schade. Dann finde ich die Fähigkeit doch nicht ganz so toll. Dann nehmen wir lieber MP sparen. So, jetzt müssen wir hier noch gucken, was ich hier im Endeffekt suche. Ja, ich kriege die Gruppen hier ratzfatz weg. Das ist kein Thema. Ist gar nicht schlecht, so ein FP sammeln, ne? So, aber was ich hier im Endeffekt suche, ist die große Frage. Ich glaube, hier war eine verschlossene Tür letztes Mal irgendwo. Vielleicht ist die jetzt auf. Alles andere könnte ich mir jetzt nicht erklären, um ehrlich zu sein. Ich werde Stück für Stück abgehen müssen. Wir haben auch hier nur einen Abschluss von 80%. Also, da muss irgendwie irgendwas jetzt sein, das. Wo ich vorher noch nicht war. Ansonsten macht das keinen Sinn. Oder irgendwo muss was sein, was ich aufheben kann. Keine Ahnung. Das ist die Tür von Anfang, ne? Ich guck mal. Nein. Was ist das da? Stay alert. Let me help. Sind die mächtiger als andere? Nö. Dann verstehe ich es nicht. Turn now. Let's see. Was war dieses Flackern? Ach so, die geben Werte auf oder was? Wo genau bin ich jetzt hier?
bin wieder ganz am Anfang, kann das sein? Ja, ich bin zurückgelaufen. Aber warum funken die auf einmal so komisch? Focus. Der Überraschungsangriff ist natürlich nicht cool. Also die Dissonanzen sehen anders auf jeden Fall. Schade, dass die hier von Echo absorbiert werden. Sonst könnte Echo hier alles one-shotten. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Der da oben sieht normal aus, ne? Ich nehme mal an, die geben Werte-Orbs. Wenn man die so besiegt. So, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, aber wir gehen mal einfach weiter. Easy! Ja, man merkt, dass man overpowered für diesen Ort ist. Aber wir sollen ja hier hin. Also irgendwie... Oh, die waren ja nur gegen Magie anfällig. Ich hoffe, Ero killt die instant. Ach, es sind Schwachlackling, okay. Ja, ihr blöden Arschgeigen. Ihr wart früher ein Pain in the Ass. So, das war die Tür zum Anfang. Naja, das war die Tür zum Anfang. Ich mag das Gebiet nicht ganz so gerne jetzt, weil es ist Backtracking. Aber wenigstens kann ich es zum FP-Farm benutzen. Relativ simpel. Das ist wieso der einfachste Weg, um FP zu farmen. Einfach in Gebiete gehen, wofür man zu stark ist und den Monster ratzfatz weghauen. Weil FP bekommt man ja immer gleich, je nach Anzahl der Monster. Also für jedes Monster gibt es ein FP. Und hier gibt es ja relativ große Gruppen. Dann passt das schon. So. Ah, eine Cutscene kommt. Die Tür öffnet sich, nicht? Jupp, okay. Ja, damit wäre das Geheimnis gelöst, wie man da reinkommt. Das habe ich mich ja damals gefragt. Time to fight. I'm ready. Das wäre jetzt somit auch klar. It's finished. Ich bin ja relativ fit, ich glaube, ich muss mich nicht teleporten. Let's fight. Let me help. Ja, alle sind topfit und Echo kriegt die MP, die er verbraucht, immer sofort wieder. Great work. Okay, ja. 80% noch, die letzten 20%. Oh, da ist so nur eine Verbindung. Hä? Okay, da habe ich auch was liegen gelassen. Wahrscheinlich jetzt mit der Fähigkeit hier, mit der hier, kommt man vielleicht dahin. Oder vielleicht eine Verbindung von hier auch irgendwie. Man weiß es nicht. Ah, okay, andere Mobs. Jetzt heißt es, vorsichtiger werden. Das gefällt mir nicht. Gefallener Feuerzauber. Okay, die sind definitiv gegen Eis schwach. Ich greife mal das Warzenschwein an. Der ist auch gegen Eis schwach. Greif mal einen der Zauberer. Oh, schade. Blitzzauber können die machen. Warum kann ein Feuerzauberer Blitze zaubern? Na, schauen wir mal. Dagmar, wie kommst du mit denen klar? Eis. Was? Die sind nicht schwach dagegen.
mit Echo. Also Echo können wir gleich aus der Gruppe raustauschen, das steht fest. Weil der macht keinen Damage auf die Gegner hier. Da die Blitzezauber nehme ich stark an, die sind gegen Erde anfällig. Auch nicht. Okay. Gegen physische Angriffe sind die schwach. Das heißt, die werden wahrscheinlich jeden Zauber neutralisieren. Ich schaue es mir mal an, ich scanne ein. Ja, nur schwach gegen physische Angriffe und Feuer wird absorbiert, Licht wird neutralisiert und jede andere Magie wird widerstanden. Das ist nicht so cool. Das macht Dagmar auch nicht so wirklich gut, ne? Let me help. I'll take you all off. Ja, dann tauschen wir die Gruppe etwas. Dann nehmen wir Kaden oder Apacho rein. Apacho hat, glaube ich, den besseren physischen Angriff zurzeit, oder? Apacho hat 152 und Kaden hat 127, ja. Let's finish this ASAP. Man, das sind jetzt schon wieder andere, ne? Ja! Die tun weh. Scan mal die hier vorne. Gegen was ist sie schwach? Was ist das? Feuer ist neutral, Blitz widerstehen die, Licht absorbieren sie. Was ist das da oben? Ich kann das Zeichen nicht zuordnen. Ist das Dunkelheit? Da die Licht absorbieren, wird das so sein. Scheiße. Ich mach mal Wind auf alle. Das ist neutral wenigstens. I'll take you all off. Der absorbiert physische Angriffe. Die Gegner gefallen mir hier nicht. Überhaupt nicht. Dagmar ist übrigens gleich tot. Wogegen ist der schwach? Der Ritter absorbiert alles jetzt. Eis. Oh, Dagmar ist stumm. Scheiße, darauf habe ich nicht geachtet. Ich mach mal kurz den Hasenfuß. Ey! Time to fight. My turn now. So war aber hier nicht die Wette. Nee. Also so haben wir hier nicht gewettet. Erstmal erholen wir uns, ne? Dann holen wir Kaden vielleicht doch. Oder vielleicht Kress. Kress ist noch besser. Kress kann auch Dunkelheit. Ja, jetzt kommen zwei dieser Vasenschweine natürlich. Ja, ich muss noch die passende Gruppe für mich finden. Aber ich habe Ausrüstung, die gegen Feuer immun ist. Das ist gut. So, Genix scannen wir auch mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Eis ist. Ja. This ends now. Look. Go.
My turn now. Oh shit, das reicht nicht. Die Mobs gefallen mir hier nicht. Let's fight. I'll take you all on. Ich glaube, ich muss gegen die normalen Mobs schon ein bisschen aggressiver zu Werte gehen. Kress macht nicht so viel Schaden, wenn ich nicht mit ihrer Magie angreife. Kästchen! Oh, das ist ein Stab. Das ist entweder was für Dagmar. Ja, es wird für Dagmar sein. Plus 5 Stärke, plus 18 Magie. Gib her! We should venture further inside. Let's finish this ASAP. My turn now. Wo ging war denn nochmal schwach? Scheiße. Eis, genau. Also die Feuerzauber, die können wir nichts. Yes! This ends now. So, ich kann mal gucken, wie viel Damage sie jetzt macht. Ich habe eine Hilfsfähigkeit, die den Schaden vervierfacht. 700 und dann 1600. Mhm. Gefällt. Eis. Er macht mich stumm, ist okay. Ich darf bloß mit meinen physischen Angreifern nicht drauf, weil er das absorbiert. Mit ihm lasse ich es auch mal, weil er physisch und magisch angreift. Ach, shit, ich bin stumm. Er ist zweimal dran, aber das bringt mir nichts. Ich hoffe, das reicht. Absorbiert. Ah, das war dumm von mir. Ich hätte mit meinem KP angreifen sollen. Ja, dass der physische Angriff absorbiert ist. Wieso ist er jetzt dran? Wieso ist Kress nicht dran? Ist das ein Tie? Okay. Flatter? Ja, komm. Oh, fuck. Ich habe das falsche Element benutzt. Jetzt ist er auch stumm. This ends now. Great work. Ja. Den mag ich nicht. Das kann ich schon mal festhalten. Den mag ich gar nicht. It's battle time. My turn now. Yeah. Er beschützt ja nur, wenn... Die... Ja, super. Ich wollte gerade sagen, er beschützt ja nur, wenn...
wenn die unter 20% sind oder so. Ach, hör auf, Dagmar stumm zu machen, du Arschkeks. Wenn das so weitergeht, dann... Ach, stumm hat nicht funktioniert. Okay, dann habe ich nichts zu sagen. Dann muss ich wieder diese Hilfsfähigkeit zu Rate ziehen, die Dagmar davor beschützt, stumm zu werden. Was jetzt? Hallo? Da ist eine dicke Tür. What the fuck? Was zur Hölle ist das? Let's do this together then, shall we? Ja, wir sind aber am Ende der Folge, Leute. Wir machen den beim nächsten Mal platt. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao!